und herzlich willkommen. Ich bin Fiona, falls ihr mich noch nicht kennt. Dieses Video ist ein weiterer Teil meiner WG-Makeover-Serie. Ich hink da ganz schön hinterher, weil mittlerweile wohnen wir schon seit einem ganzen Jahr hier. Und ja, ich habe euch noch vieles nicht richtig gezeigt. Vielleicht habt ihr aber schon den ersten Teil meines Room-Makeovers von meinem eigenen Zimmer gesehen. Wenn nicht, verlinke ich euch den hier nochmal. Da haben wir das Zimmer gestrichen, eingeräumt, also sind eingezogen, dann habe ich ein paar Sachen aufgehängt, eine Nachttischlampe selber gebaut zum Beispiel auch. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut gerne mal da vorbei. In diesem Teil soll es jetzt um die Wände gehen und wie ich die dekoriert habe. Also ich will euch viel Inspiration zeigen, was man mit leeren Wänden machen kann. Fangen wir an mit einem ziemlich simplen, aber sehr schönen DIY. Und zwar habe ich diese Ecke in meinem Zimmer, wo ein Palettensofa steht und es passt perfekt dort in die Ecke rein. Und da drüber war halt eben ein Stück Wand, wo es sich sehr gut anbot, da was drüber zu hängen. Die Idee war dann dort zwei Regalbretter anzubringen, auf die ich Bücher oder Deko zum Beispiel stellen kann. Und dafür habe ich mir dann erstmal zwei Holzbretter besorgt. Das eine hatte meine Familie noch über und das andere habe ich netterweise von einem Freund bekommen. Das heißt, ich musste die gar nicht kaufen, aber im Baumarkt gibt es auch günstig einfaches Holz zu kaufen. Für alles Holz, was ich in meinem Zimmer irgendwie lasiert habe, habe ich die Farbe Nussbaum benutzt. Und deswegen habe ich dann auch diese zwei Bretter in Nussbaum lasiert. Einfach mit einem großen Pinsel von allen Seiten. Das zweite Brett musste ich noch ein bisschen abschleifen, bevor ich das lasieren konnte. Und das hat die gleiche Länge wie das andere Brett, aber ist ein bisschen schmaler. Ich fand das aber nicht schlimm, wenn das das obere Brett ist, weil das dann ja einfach nur ein bisschen weniger hervorsteht wie das untere. Im Baumarkt habe ich mir dann Winkel gekauft, um die Bretter an der Wand anzubringen. Ich fand es schwer, schöne zu finden und habe mich dann im Endeffekt für diese hier entschieden, obwohl ich diese silbernen Effekte da drauf nicht mochte. Das war mir dann doch ein bisschen zu mittelalterlich. Ich habe die dann aber trotzdem gekauft und einfach schwarz angesprüht, was die meiner Meinung nach sehr aufgewertet hat. Dann haben wir die Winkel an die Bretter rangeschraubt und entschieden, wie hoch an der Wand sie angebracht werden sollen und entsprechende Markierungen gesetzt. Meine Wände sind Rigipswände, daher haben wir Rigipsdübel in die Wand geschraubt und dann konnten die Bretter auch angebracht werden. Bei dem oberen Brett habe ich darauf geachtet, dass der Abstand zu dem darunter groß genug ist, dass zum Beispiel große Bücher oder Zeitschriften theoretisch dazwischen passen würden. Und dann habe ich nur noch die Bretter dekoriert und schon ist die erste Variante, Wände zu dekorieren, fertig. Vielleicht sind jetzt auch Leute dabei, die hier zuschauen und sich denken, ich würde gerne mein Zimmer verschönern, aber ich habe keine Lust oder keine Zeit, was selber zu bauen. Und die einfachste Möglichkeit, seine Wände zu verschönern, ist natürlich Bilder oder Poster aufzuhängen. Ich hatte bereits diese Neuseeland-Karte an meiner Wand hängen und auch wenn die eine schöne Erinnerung für mich ist, hat sie mir in letzter Zeit in meinem Zimmer nicht mehr so gut gefallen und ich wollte sie gerne austauschen. Und ich durfte mir tollerweise bei Mappyful ein Poster bestellen. Auf der Website von Mappyful kann man sich super einfach wunderschöne Karten personalisieren und somit zum Beispiel eine besondere Erinnerung an seine Wand bringen. Ich fand es super schwer, mich zu entscheiden, was für eine Karte ich nehmen soll, weil ich finde die Straßenkarten wunderschön. Dort kann man auch einen ganz genauen Ort wählen, der irgendwie eine besondere Erinnerung für einen bedeutet. Also man kann so nah raus oder reinzoomen, wie man will. Ich habe mich dann allerdings für eine Karte mit der Sternenkonstellation meines Geburtstags entschieden, weil ich sowas schon länger gerne mal haben wollte. Und man kann sich alle Karten individuell zusammenstellen, indem man zwischen verschiedenen Designs wählt. Ich habe mich bei meiner Karte hier für das Design Dark entschieden. Den Text kann man auch so anpassen, wie er einem gefällt. Oder man übernimmt einfach den Vorschlag. Also zum Beispiel, wenn man da jetzt einen Ort eingibt, macht er automatisch die Koordinatenzahlen unten hin. Das hat mir zum Beispiel so gefallen, das habe ich halt so gelassen. Ich habe mein Mappyful in der Größe 50x70 bestellt und durfte mir tollerweise auch noch einen Rahmen dazu aussuchen. Es gibt eine Auswahl aus verschiedenen Metallrahmen, Holzrahmen und Posterleisten. Aber man kann natürlich auch nur
Design-Poster bestellen. Sie drucken die Poster auf FSC-zertifiziertem Papier und lassen an vielen verschiedenen Standpunkten in verschiedenen Ländern drucken, sodass weite Versandwege umgangen werden. Das heißt, mein Mappyfold bekomme ich aus der Druckerei, die am nächsten bei mir ist. Die Post hat mich aus dem Bett gescheucht, weil mein Paket von Mappyfold ankam. Und das werden wir jetzt mal gemeinsam öffnen. Ich bin sehr gespannt, nämlich wie das aussieht in echt. Einmal goldener Rahmen. Oh, das ist voll gut geschützt hier drin. Wow, es ist riesig. Oh mein Gott. Es ist schön. Ich werde es einfach direkt mal in den Rahmen tun. Okay, dann wollen wir das Ganze nochmal umdrehen. So, ich werde jetzt die beiden Bilder austauschen. Ich freue mich schon sehr, dann das Neue hier hängen zu haben. Da ist er, da ist die Schraube. Ist ja super praktisch, dass da jetzt einfach schon eine drin ist. Aber auch einfach mit einem Regipsdübel in der Wand angebracht, einfach eine normale Schraube. Dadurch kann ich die jetzt einfach easy wechseln. Jetzt muss ich versuchen, das gerade hinzubekommen. Sieht gerade richtig ungewohnt aus. Das gibt so einen ganz anderen Vibe in der Ecke. Das gefällt mir sehr gut. Ich finde es richtig cool, wie gut das zu meinem Bett passt. Mit dem dunklen Grau, weil ich habe das Gefühl, in meinem Zimmer ist sonst nicht so viel, was so das Bett farblich aufnimmt. Ich bin super zufrieden, wie mein Poster geworden ist. Es sieht genauso aus, wie ich es mir vorgestellt habe und ich finde, es macht sich auch super gut an der Wand. Also vielen, vielen Dank an Mappyfull und wenn ihr euch eure eigene Karte erstellen wollt, lasse ich euch den Link zu der Website von Mappyfull in der Infobox da. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Als nächstes kommen wir zu meiner Plattenwand, die ihr ja auch schon oft in Vlogs und so weiter zu sehen bekommen habt. Und die Plattenhalterung habe ich selber gemacht. Seit ich den Plattenspieler hatte, wollte ich die Wand darüber nutzen, um halt auch so ein paar Platten aufzuhängen und so ein bisschen zu zeigen auch. Und habe dann dafür auf Pinterest nach Inspirationen gesucht und dieses Foto gefunden, was mir mega, mega gut gefallen hat. Und dann habe ich mich mit meinem Stiefvater zusammengesetzt und wir haben uns eine Konstruktion überlegt, wie wir die selber bauen können. Und bevor ich jetzt versuche, das euch in Worten zu erklären, zeichne ich euch das lieber auf. Dann habt ihr auch alle Maße, die ich benutzt habe, falls ihr das Ganze nachbauen wollt. Wir haben ein langes Stück Holz genommen und 4 cm von der einen Seite entfernt einen Strich als Markierung gezogen. An dieser Linie entlang haben wir mit einer Oberfräse eine Kerbe ins Holz geschnitten, in der die Platte dann später aufliegen soll, sodass sie nicht verrutschen kann. Also ich habe in dem Fall das Ganze nur gefilmt. Wie Schnee. Was ich dann aber selber gemacht habe, war das Brett einmal leicht abzuschleifen und mit Schleifpapier durch die Kerbe zu gehen, damit da alles schön glatt ist. Dann habe ich alle 12 cm eine Markierung auf dem Holz gesetzt und das Brett somit in 9 Teile plus ein Reststück aufgeteilt. Mein Stiefvater hat mir erklärt, wie man die Stichsäge richtig benutzt. Immer schön dahinter bleiben mit dem Körper und aufpassen, dass man nicht zu nah mit den Fingern daran ist. Sucht euch bitte generell jemanden, der Ahnung hat und euch hilft, wenn ihr genauso wenig Erfahrung mit solchen Geräten habt wie ich. Lehnt das Brett gegen etwas, sodass es euch nicht wegrutschen kann und legt die Stichsäge genau auf den Strich. Führt sie ein kleines bisschen ganz langsam das Ganze und guckt, dass sie schön gerade in der Mitte bleibt. Ich habe das dann auch selber gemacht. Ich habe aber immer wieder etwas schief geschnitten, weil ich die Maschine etwas schräg gehalten habe und es nicht geschafft habe, während des Schneidens vernünftig nachzujustieren. Aber ehrlich gesagt ist das voll egal. Man sieht das ja eh nicht an der Wand, weil die Platte da drauf steht und das ganze Ding eigentlich verdeckt. Von einem weiteren Brett haben wir auch 9 Stücke in der gleichen Länge abgeschnitten, woran die Halterung dann an der Wand befestigt werden soll. Und die Kanten davon habe ich auch nochmal abgeschliffen. Um die beiden Holzstücke miteinander zu verbinden, haben wir in das Stück, auf dem die Platte liegen soll,
hinten zwei Löcher reingebohrt mit der gleichen Tiefe. Da haben wir dann Dübelspitzen reingetan und die beiden Holzstücke aneinander gedrückt. Durch diese Dübelspitzen sind dann am anderen Holzstück zwei kleine Löcher als Markierung drin. Und genau an diesen Stellen haben wir dann auch in dieses Holzstück Löcher gebohrt. Die Dübelspitzen kommen dann da aus den Löchern wübel raus und wir haben Holzdübel genommen, diese zur Hälfte in eines der Holzstücke gedrückt und dann mit der anderen Hälfte in das Gegenstück gedrückt. Tada! Bombenfest. Bombenfest. Und ja, so halten die wirklich bombenfest ineinander. Das Ganze haben wir dann 9-mal gemacht und dann haben wir noch zwei Löcher in das Wandstück gebohrt, um es dadurch dann in die Wand schrauben zu können. Als nächsten Schritt habe ich die dann auch lasiert in meiner Nussbaumfarbe, damit auch das gut zu den anderen Sachen in meinem Zimmer passt. Vor dem Anbringen habe ich schon mal 9 Platten auf dem Boden ausgelegt und geschaut, in welchem Abstand ich die hängen haben möchte und die dann mit Patafix probeweise an die Wand gehängt. Nicht wundern, ich habe ein paar ältere Plattenhüllen hierfür genommen, weil die leichter sind als neue und nicht alle aufklappen. Das sind jetzt nicht unbedingt die, die ich später hinstellen wollte. Und dann habe ich an der Wand markiert, wo die Platten hängen sollen. So, dann ging es auch endlich ans Aufhängen. Erstmal pro Halterung 2 Löcher in die Wand. Die Löcher, die wir schon in die Halterung reingebohrt hatten, helfen da, den richtigen Abstand zu bekommen für die Wand. Dann wieder Rigipsdübel in die Wand und dann die Schrauben durch die Halterung in die Dübel schrauben. Die größte Herausforderung dabei war auf jeden Fall, das in der gleichen Höhe anzubringen und genau untereinander. Aber dann war auch die Plattenwand fertig und ich bin immer noch so happy damit, wie das geworden ist. Und die Wand ist auf jeden Fall sehr gut gefüllt. Es ist ein sehr auffälliges Element in meinem Zimmer, würde ich sagen, was mir halt gut gefällt, weil ich gut gefüllte Wände mag. I guess. Als letztes kommt jetzt noch mal wieder eine einfachere Idee. Und zwar wollte ich neben meinem Schreibtisch 2 Wandgitter aufhängen, an die ich Postkarten, Polaroids oder Prints zum Beispiel hängen kann. Zuerst wollte ich mir einfach solche Gitter im Baumarkt zuschneiden lassen und dann ansprühen. Aber egal wo ich war, überall gab es nur Gitter mit so ganz kleinen Lücken. Und das wollte ich halt nicht, deswegen habe ich mir schlussendlich diese 2 online bestellt. Ich habe mir im Vorhinein überlegt, wie ich die anordnen will und habe mich dann für so eine bisschen versetzte Anordnung entschieden. Wieder natürlich Rigipsdübel in die Wand, aber das ist natürlich hier bei meinen Wänden so. Das hört sich so ein bisschen hohl an. Dann sind es wahrscheinlich Rigipsdübel. Vielleicht habt ihr aber auch Steinwände und dann braucht ihr das nicht, also das funktioniert dann nicht. Macht euch da selber nochmal schlauer am besten. In die Dübel haben wir Schrauben gedreht, aber nur so weit, dass das Gitter darauf noch aufliegen kann. Dann habe ich die Gitter dekoriert, also einfach mit so kleinen Clips da Sachen dran gehangen. Das kann man natürlich dann auch jederzeit wechseln und umtauschen. Außerdem habe ich noch diese Uhr aufgehängt, die habe ich mal auf dem Flohmarkt gefunden. Und falls ihr die schon mal im Hintergrund gesehen habt, ist euch vielleicht aufgefallen oder auch nicht, dass die immer die gleiche Uhrzeit anzeigt. Ich habe da keine Batterien drin, weil die leider tickt und das kann ich überhaupt nicht ab. Ich finde diese Uhr aber wunderschön, deswegen habe ich sie einfach aufgehängt und sehe sie nur als Deko-Objekt. Und das waren alle 4 Ideen. Ich freue mich natürlich total, wenn da irgendwie was bei war, was euch inspiriert hat. Wie gesagt, schaut mal auf der Seite von Mappyful vorbei. Der Link ist in der Infobox. Und was darum herum in meinem Zimmer alles so passiert ist, seht ihr dann im 3. Teil des Room Makeovers. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Habt einen schönen Tag. Tschüss.